Sag mal ehrlich. Ich finde, du siehst aus wie der Weihnachtsmann. Hallo und zurück zu einem neuen Vlog. Ich habe jetzt gleich einen besonderen Termin vor mir. Und zwar gehe ich zu einer Wohnungsbesichtigung. Das war alles irgendwie mega spontan. Also ich hatte ja in meiner Wohnungstour schon erzählt, dass ich spätestens nächstes Jahr in eine andere Wohnung ziehen werde, weil ich nach was Größerem suche. Und ich hatte eigentlich gar nicht vor, jetzt aktiv auf Wohnungssuche zu gehen. Und bin ich auch gar nicht, sondern ich hatte einfach mal an irgendeinem Abend, da hatte ich Langeweile, habe ich so ein bisschen geguckt, was gerade für Wohnungen so zur Verfügung stehen. Und dann habe ich eine Wohnung gesehen, die mir richtig gut gefallen hat. Und ich war dann einfach mal so spontan und habe mir einen Termin gemacht. Und ja, da fahre ich jetzt hin. Ich versuche einfach mit keinen Erwartungen an die Sache ranzugehen. Ich schaue einfach mal, ob sie mir gefällt. Und wenn nicht, dann sehen wir weiter. So, ich bin mittlerweile wieder zu Hause. Also wahrscheinlich wird es die Wohnung nicht werden. Das war ein komplett neues Gebäude, was jetzt gerade sogar noch gebaut wird. Und ich habe mir da drei verschiedene Wohnungen angeguckt. Also die Wohnungen an sich sind alle sehr ähnlich, aber das waren verschiedene Grundrisse. Und da war auch eine dabei, die eigentlich genau so ist, wie ich sie haben will. Also eigentlich war alles perfekt. Nur leider ist die nur noch im ersten Obergeschoss verfügbar. Und ich wohne jetzt gerade schon im ersten Stock. Und eigentlich ja, war das eine der Bedingungen für mich, dass ich höher wohnen möchte. Ich habe eigentlich darüber nachgedacht, ob ich nicht doch darauf verzichten kann. Aber für Tommy ist das keine Option, weil er möchte eigentlich auch ungern im ersten Stock wohnen. Also um es euch zu erklären. Ich suche jetzt gerade nach einer größeren Wohnung, die dann aber auch gleichzeitig die Wohnung sein wird, in der Tommy und ich dann nächstes Jahr zusammenleben werden, weil nächstes Jahr wird Tommy sein Studium beenden und dann nach Berlin kommen. Und da ich aber nicht so lange noch in dieser Wohnung bleiben möchte, suche ich jetzt sozusagen schon nach einer Wohnung, in der ich dann schon alleine einziehen werde und Tommy wird dann nachziehen sozusagen. Also hat er halt auch ein gewisses Mitspracherecht. Und ja, die eine war so perfekt gewesen. Ich war halt sehr spät dran und die meisten Wohnungen waren schon vergeben. Jetzt, ja, schaue ich mal die nächste Zeit. Guckt mal, wer jetzt da ist. Tommy ist jetzt nach Berlin gekommen. Eigentlich hatte ich vor, wieder nach Magdeburg zu fahren, weil er an seiner Doktorarbeit arbeiten musste. Aber jetzt konnte er sich doch frei nehmen und ist deswegen jetzt hierher gekommen. Und wir fahren jetzt ganz spontan, also er ist eben erst gekommen, fahren wir jetzt ins Kino. Ich weiß, wir waren schon im letzten Vlog im Kino. Wir gehen eigentlich gar nicht so oft, aber zurzeit gibt es so viele gute Filme. Und ich wollte unbedingt mit Tommy in Die Unglaublichen 2. Ich habe den ja schon gesehen, aber er muss ihn auch sehen. Wir haben letztens den ersten gesehen. Ich habe schon wieder alles vergessen. Ja, ist nicht schlimm. Aber der zweite ist wirklich so gut, Leute. Also der ist richtig witzig und spannend. Deswegen habe ich kein Problem damit, ihn noch ein zweites Mal zu sehen. So, wir haben gerade schon unsere Tickets geholt. Und der Mann an der Kasse hat dann so gefragt, ob wir irgendwie Schüler-Studenten-Ausweis haben. Und dann meinte Tommy jetzt, ja, dass wir beide Studenten sind, aber nur einer hat den Ausweis dabei. Und dann wollte der Mann irgendwie so testen, ob ich wirklich Studentin bin und hat dann so gefragt, so, ja, was studieren Sie denn? Meine ich so Fashion Management, aber ich bin jetzt erst im ersten Semester. Und dann hat er mich gefragt, welcher Designer irgendwie bei Dior angefangen hat und jetzt sein eigenes, irgendwann sein eigenes Label dann gegründet hat. Ich wusste es einfach nicht. Und es war halt anscheinend jetzt Yves Saint Laurent. Und dann meinte er so, okay, also ein Student und einmal normal. Der hat mich einfach richtig gedisst. Aber, naja, ich habe halt meinen Studentenausweis noch nicht. Aber sobald ich ihn habe, spare ich im Kino. Ah, ah, ah. So, wir sind jetzt aus dem Film raus. Und wie fandest du ihn? Der war doch ganz nett. Hä? Frieden.
Also von Tommy kann man immer ein sehr ausführliches Feedback erwarten. Also falls ihr denkt, ich kriege noch eine ausführlichere Meinung von ihm, so nein. Genau das höre ich auch mal, wenn ich ihn frage, wie er einen Film fand. Ja, das reicht doch. Hallo, zurück zu einem neuen Tag. Ihr seht, ich bin schon fertig gemacht. Wir wollten gleich mal raus und Bilder machen. Tommy hat eben noch ein... Er hat eben noch ein Nickerchen gemacht, während ich mich fertig gemacht habe. Auf jeden Fall wollte ich mal ein Thema ansprechen, was, glaube ich, einige von euch interessieren wird, weil ich, seitdem ich mein Studium angekündigt habe, seitdem ich öfter auch darüber Videos drehe, sehr viele Nachrichten von euch zu diesem Thema bekomme. Also viele haben mir geschrieben, dass sie selbst jetzt gerade vor dieser Entscheidung stehen, wie es weitergehen soll, weil sie ihr Abitur dieses Jahr gemacht haben oder nächstes Jahr machen werden oder einen anderen Abschluss jetzt schon gemacht haben. Ich habe viele Fragen dazu bekommen, woher ich wusste, was ich gerne studieren möchte oder wie ich einfach das Passende für mich gefunden habe, weil viele sich einfach unsicher sind, was sie nach der Schule machen möchten. Und dazu möchte ich erstmal sagen, ihr seid damit auf keinen Fall allein. Also ich kann so aus Erfahrung sagen, dass als ich damals mein Abi gemacht habe, ganz, ganz, ganz viele in meinem Jahrgang nicht genau wussten, was sie machen wollen und sich einfach noch unsicher waren. Und das ist auch nichts Schlimmes, weswegen man sich jetzt unter Druck setzen müsste, weil man ist einfach auch noch so jung und hat vielleicht noch nicht die richtigen Erfahrungen gesammelt, hat sich vielleicht noch nicht richtig mit sich selbst beschäftigt und damit, was man gerne mag, was man gut kann. Und deswegen finde ich, ist es nichts, weswegen man sich verrückt machen sollte erstmal, dass man nicht genau weiß direkt, so diesen Weg schlage ich jetzt nach meinem Abi oder nach meinem Abschluss ein. Ich meine, ich hatte damals das große Glück, dass ich YouTube hatte und mich dann nach meinem Abitur darauf konzentrieren konnte und dadurch ganz viele Erfahrungen woanders sammeln konnte und erstmal ja gesehen habe, so was liegt mir überhaupt, was macht mir überhaupt Spaß und dadurch dann meinen Studiengang gefunden habe. Aber ich habe ganz viele Freunde auch gehabt, die sich in einen Studiengang oder in irgendeine Ausbildung gestürzt haben und dann nach einer Zeit so gemerkt haben, so irgendwie ist es doch nicht das Richtige und dann das doch abgebrochen haben und wieder was Neues angefangen haben. Und warum ich das Thema anspreche vor allem ist, weil die Bundesagentur für Arbeit jetzt genau zu diesem Thema eigentlich eine Kampagne am Laufen hat, die perfekt passt. Und zwar lautet das Motto sozusagen, mach nicht irgendwas, sondern das, was zu dir passt. Also die Kampagne geht im Grunde genau auf dieses Problem ein, was viele Jugendliche und junge Erwachsene haben und versucht halt mit verschiedenen Tools und Informationen einem da einfach zu helfen und vielleicht so den Weg zu zeigen, der einem dann passen könnte. Ich glaube nämlich, so das größte Problem, was man eigentlich hat, ist einfach, dass einem diese Infos fehlen. Also ich wusste zum Beispiel damals gar nicht genau, wo kann ich gucken, was es für Studienangebote gibt oder was es für Ausbildungszweige gibt. Oder halt das, was ich schon angesprochen habe, dass man gar nicht genau weiß, was liegt mir überhaupt, worin bin ich überhaupt gut. Ja, und genau da will eigentlich die Bundesagentur für Arbeit einem einfach unter die Arme greifen und einem helfen, sich und die Angebote, die es gibt, einfach besser kennenzulernen. Und da kann ich euch wirklich die typisch Ich-Website empfehlen. Wenn ihr da drauf geht, gibt es einfach verschiedene Tools, die ihr auch an euch selbst anpassen könnt. Also ich habe da jetzt zum Beispiel mein Alter eingegeben, dann mein Plan, in dem Fall Studium. Also wir gehen jetzt davon aus, dass ich jetzt noch nicht weiß, was ich machen möchte. Und dann könnt ihr halt eure Interessen noch auswählen. Und das ist halt ganz cool gemacht, weil je nachdem, was ihr dann halt auswählt, werden euch dann da die Informationen unten angezeigt. Und was da jetzt ganz neu ist, ist das Selbsterkundungstool. Das habe ich selbst auch ausprobiert. Das könnt ihr machen, wenn ihr studieren wollt oder eine Ausbildung machen wollt. In meinem Fall war das jetzt ein Studium. Das heißt, das ist ein Online-Tool, was euch aufgrund eurer Persönlichkeit, eurer Stärken und Interessen
einfach den passenden Studiengang vorschlägt, beziehungsweise halt Ausbildung, je nachdem, was ihr machen wollt. Dieses Tool ist wirklich sehr umfangreich, also nehmt euch da auch gerne ein bisschen mehr Zeit und macht das in Ruhe, weil da sehr, sehr viele verschiedene Sachen abgefragt werden. Aber gerade das finde ich halt gut, weil das halt nicht nur so oberflächlich ist. Und es ist halt in vier verschiedenen Etappen aufgebaut, sage ich mal. Es ist halt zum einen die Fähigkeiten, die sozialen Kompetenzen, Interessen und berufliche Vorlieben. Und in diesen vier Etappen gibt es dann halt verschiedene Fragestellungen oder Aufgaben. Zum Beispiel, was ganz oft vorkommt, ist, dass ihr einstellen müsst, inwieweit eine Aussage auf euch zutrifft. Also trifft es sehr, sehr zu oder eher gar nicht. Oder da war zum Beispiel auch so eine Aufgabe, die hat sich auf die Schulfächer bezogen und da musste man einstellen, wie sehr man ein Fach mochte und wie gut man darin war. Da gibt es zum Beispiel sowas wie berufliche Vorlieben, da kann man immer zwischen zwei Auswahlmöglichkeiten auswählen und dann halt das, was einem am meisten gefällt. Und schließlich gibt es auch noch so kleine Aufgaben, womit eure Fähigkeiten getestet werden. Also das sind logische Sachen, technische Sachen, mathematisch oder einfach so Leseverständnis Aufgaben, also wirklich alles Mögliche. Und ich habe diesen ganzen Test selbst auch gemacht. Also ich gehe jetzt mal auf meine Auswertung und dann auf passende Studienfelder. Ich glaube, das ist am interessantesten. So, und hier könnt ihr dann einfach sehen, was mir halt für Studienfelder vorgeschlagen werden, die jetzt zum Beispiel an meine Fähigkeiten angepasst werden. Also je nachdem, wie ich halt bei den Tests abgeschnitten habe, werden jetzt demnach halt bestimmte Studienfelder vorgeschlagen, die da halt passen könnten. Ich schaue jetzt mal nach Interessen geordnet. Und da kann man zum Beispiel sehen, dass sich das direkt so ein bisschen verändert und viel mehr kreative Sachen vorgeschlagen werden. Also auf Platz 1 ist direkt Kunst, dann kommt Architektur, Raumplanung und unter anderem Marketing, Vertrieb ist zum Beispiel auch ganz weit oben, was ja eigentlich perfekt passt. Also genau das ist ja eigentlich ein Teil von meinem Studium, was ich jetzt gerade mache. Gehe jetzt mal auf berufliche Vorlieben. Und ja, das sind auch alles so viele kreative Sachen vor allem. Bühnenbild, Musik, Schauspiel, Tanz, Film, Fernsehen, Kommunikation und Medien, Management. Ich finde eigentlich, dass die Ergebnisse wirklich sehr gut zu mir passen. Okay, ich habe jetzt wirklich sehr lange gequatscht. Ich würde euch einfach empfehlen, auf jeden Fall auf die Website zu gehen und euch das einfach mal anzuschauen und dann euch vielleicht auch die Zeit zu nehmen, dieses Tool mal auszuprobieren. Und ihr könnt mir gerne mal damals schreiben, wenn ihr das gemacht habt, inwieweit die Ergebnisse zu euch passen und ob ihr vielleicht sogar was gefunden habt, woran ihr vorher so gar nicht gedacht habt, womit ihr euch gar nicht so beschäftigt habt. Das würde mich echt interessieren. Und ja. Manu, es ist immer so nah. Ist dir Ischis im... So? Guck mal, wie er glänzt. Er ist so dreckig, aber er glänzt immer noch. Wisst ihr, ich habe gerade gefilmt, wie ich sie erschrocken habe, aber ich habe nicht gefilmt. Ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Ich bin ein Opfer. So Leute, wir sind gerade übrigens wieder am Shooten, deswegen habe ich jetzt nicht so viel gevloggt. Ich trage den Blazer aus meinem letzten Haul. Falls ihr den nicht gesehen habt, dann kann ich ihn euch mal da verlinken. Und jetzt suchen wir noch schnell ein bisschen zu shooten, bevor die Sonne ganz weg ist. So, wir haben jetzt Essen vorbereitet. Bei uns gibt es heute wieder Wraps. Falls ihr denkt, dass es bei uns immer das gleiche zu essen gibt. Ja, das ist wirklich so. Das gleiche. Wir haben so 5 Gerichte und die werden immer wieder gekocht. Ja. Also es gibt wieder die vegetarischen Wraps mit gebratenem Gemüse. Hier haben wir noch gebratene Zwiebeln, getrocknete Tomaten, normale Tomaten und panierten Feta und Avocado und Mais. Und hier habe ich so einen Joghurt-Dip. Kennt ihr das, wenn die Decke nicht mehr so ganz in dem Bezug drin ist und dann so freie Stellen sind? Ich hasse das. Und Ishi macht nie was dagegen. Es ist immer diese wieder für Ordnung sorgen. Ja, wir drehen jetzt übrigens, und zwar drehen wir für mich eine Morgenroutine. Da hatten mich nämlich viele gefragt, ob ich wieder ein Update dazu drehen kann, ob sich da jetzt vielleicht irgendwas geändert hat mit meinem Studium und so. Und ja, das machen wir. Behind the scenes von meiner Morgenroutine. Tommy ist so nett und hilft mir die ganze Zeit. Und wir filmen jetzt gerade den Part, wo
ich zeige, wie ich dann lerne und was ich dann so mache. Ich bin gespannt, wie euch das Video dann gefallen wird. Ishi präpariert den Boden für ein Bild. Sie versucht immer wieder das Herz zu machen, aber dann kommt immer wieder Wind. Ich finde dein Outfit schön. Ich wollte gerade Tommy fragen, wie er mein Outfit findet. Sag mal ehrlich. Ich finde, du siehst aus wie der Weihnachtsmann. Nein! So, wir sind jetzt wieder unterwegs und shooten jetzt noch ein bisschen. Wir waren heute richtig produktiv. Also das mit der Morgenroutine hat jetzt relativ lang gedauert. Also wir haben so 5 Stunden ungefähr gedreht, bis wir dann alles hatten. Und jetzt ja, machen wir noch Bilder. Ist das hier das Licht? So, wir sind jetzt fertig. Also ich wollte eigentlich noch ein Outfit shooten, aber wir haben jetzt auch gleich schon 6 Uhr und wir haben noch nichts gegessen. Deswegen dachte ich mir, es reicht für heute. Und wir fahren jetzt zum Hofbräu, weil Tommy da schon richtig lange essen wollte. Richtig, Freunde, sind schön Kaiserschmarrn, ja, richtig. Ja, weil er mir heute so nett geholfen hat den ganzen Tag. Gibst du mir aus? Ja, deswegen gebe ich dir jetzt aus. Bist du jetzt glücklich? Wir sind gerade so aus dem Hofbräu raus und jetzt hast du einen Mann draußen, der dann so, hey, sorry. Can I ask you a question? Und dann bin ich so, sure. Und dann er so, are you husband and wife? Und wir so, what? Und wir haben es erstmal nicht verstanden. Are you husband and wife? Und dann wir so, no. Und dann guckt er so zu Tobi und sagt so, hey, every second counts. Er wollte dir ein Zeichen geben. Ja, ich muss dich klar machen. Ja. So, wir sind schon zu Hause. Ich bin abgeschminkt. Sind Bett ready. Und sieht so krass aus. Und Tommy hat uns gerade eine Pomelo geschält. Und wir werden die jetzt gleich essen. Und dazu schauen wir noch einen Film. Und zwar heißt der Das Glück des Augenblicks. Ich werde euch mal hier hinschreiben, wie wir ihn fanden. Weil ich werde den Vlog dann jetzt auch beenden, weil wir danach direkt schlafen gehen müssen. Tommy muss morgen wieder früh raus. Wieder nach Magdeburg wegen Uni. Und deswegen werden wir danach direkt schlafen gehen. Ja, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Vlog wieder. Bye!